wonderful time. It's the most wonderful time of the year. Ja, unser 100-Tage-Weihnachts-Countdown geht weiter. Weihnachten steht vor der Tür. Aber wissen Sie, was vor der Weihnachtszeit kommt? Die Adventszeit. Ja. Und da haben wir ganz, ganz tolle Kränze für Sie, die Sie jetzt noch bestellen können. Die kommen rechtzeitig. Ja, und ich möchte wetten, dass viele von Ihnen wahrscheinlich die Kürbisse jetzt ein Stück weit auch auf die Seite geschoben haben. Natürlich haben viele von Ihnen wahrscheinlich zu Hause jetzt auch so ein bisschen herbstlich dekoriert, mit Herbstlaub in diesen braun-rötlichen Tönen, was ja sehr schön aussieht, aber so langsam, aber sicher. Und wir sind eben nun mal im November angekommen, fängt man vielleicht auch schon mal an, über die Weihnachtsdekoration nachzudenken. Sei es jetzt mal auf dem Tisch, auf dem Sideboard, am Fenster natürlich, macht sich so etwas immer sehr gut. Oder natürlich auch im Eingangsbereich. Ich finde es immer sehr schön. Auch bei mir im Haus ist das offensichtlich Tradition. Wenn man da die Treppe hochgeht, hat eigentlich jeder Zweite einen richtig schönen Adventskranz dann eben auch entsprechend an der Tür platziert. Wir werden Ihnen 4 verschiedene Modelle zeigen. Der erste hier kommt auf eine Größe von rund 30 cm. Das ist unser Modell in grau-braun. Wunderschön, aber in grün-braunen Tönen. Und Sie sehen schon, der ist hier natürlich also auch mit LED-Beleuchtung entsprechend auch in Szene gesetzt. Insgesamt haben Sie hier 15 verschiedene LEDs, die man natürlich zu- oder auch abschalten kann. Man braucht sie ja tagsüber nicht leuchten lassen. Aber natürlich sollte man dafür sorgen, dass sie dann hier spätestens in der Dämmerung dann losgehen. Das Schöne ist, die haben eine Automatik mit drin. Das heißt, wenn Sie die LED-Beleuchtung einschalten, leuchtet die insgesamt 6 Stunden und geht dann vollautomatisch aus. Ist natürlich klasse, wenn man die von mir aus auch mal am Fenster hat oder von mir aus auch draußen mal an der Eingangstür. Da sieht das natürlich richtig schön aus, aber muss dann nicht eben die ganze Nacht leuchten. Batteriebetrieb ist hier eine Selbstverständlichkeit. Also für Strom müssen Sie dann nicht extra sorgen. Wie findest du ihn, Diana? Das sieht sehr, sehr hübsch, toll, oder? Hübsch aus. Ja, sehr stylvoll. Ja. Stilvoll. Für mich zum Beispiel auch, wenn das ist zu viele Farben, das ist nicht meins. Aber hier, ich finde, so niedlich, so wirklich stilvoll. Und natürlich glaube ich, das passt zu jeder Wohnung, zu jedem Haus. Mhm. Ich könnte das auch zum Beispiel, ich sehe das nicht nur auf dem Wand. Ich glaube, das kann auch auf dem Tisch einfach liegen. Ja, ganz genau. Einfach ganz auf dem Essentisch sieht fantastisch aus. Super. Einfach schön gemacht, finde ich. Es ist so ein bisschen, ja, ich bleibe ein Stück weit beim Thema herbstliches Motiv. Das ist meines Erachtens ist genauso das Richtige, gerade mit diesem grün-braun, diesem grün-beige, was man hier jetzt also definitiv auch in der Vorweihnachtszeit noch platzieren kann, ohne dass man gleich mit der Weihnachtsdekoration vielleicht ein bisschen zu viel übertreibt. Natürlich wird man das dann im Laufe der nächsten Wochen noch ergänzen, spätestens dann, wenn die Adventszeit losgeht. Am 27. November ist meines Wissens in diesem Jahr dann auch schon der erste Advent. Ja, und dann fängt man natürlich dann auch an, von mir auch die Nikoläuse und die Weihnachtsmänner und so weiter rauszuholen. Klar, 6. Dezember, Nikolaus ist dann auch nicht mehr allzu weit. Aber es ist doch schön, sich jetzt schon mal Gedanken darüber zu machen, wie sieht es denn mit Weihnachtsdekoration denn eigentlich im Einzelnen aus? Und ich glaube, dass man so etwas hervorragend ganz einfach platzieren kann. Auch ganz einfach mal mit einem kleinen Nägelchen mal schön an der Wand platziert. Ja. Sieht das auch einfach nur klasse aus. Ist ja völlig ungefährlich. Ist zwar beleuchtet, aber mit dieser LED-Beleuchtung, da wird nichts warm und gar nichts. Und Sie können es danach auch wieder problemlos jederzeit entfernen. Wunderschönes Motiv mit 30 cm Durchmesser, knapp 8,5, 9 cm in der Höhe. Also auch recht stattlich mit den Tannenzapfen, mit den kleinen Hölzern drin. Und wie gesagt, insgesamt 15 kleine LEDs, die das Ganze also auch nochmal ganz besonders schön in Szene setzen. Sehr, sehr schön gemacht mit diesem Moos hier noch dazwischen. Mhm. Finde ich ganz toll. Also es ist so liebevoll gemacht hier. Die Bestellnummer für den Weihnachtskranz ist die ZX6083 und die 569 zum TV-Sonderpreis von 21,84 €. Carsten, kannst du nichts sagen. Kannst du überhaupt nicht, der ist so liebevoll gemacht, so detailverliebt auch gemacht. Ja, ne? Absolut. Und die Materialien, das ist auch fast alles Natur. Ne? Das ist alles, oder das meiste davon ist Natur, die LED zugegebenermaßen nicht, aber das meiste davon ist de facto wirklich Naturmaterial, aber dann auch so bearbeitet, dass ich es natürlich auch in den nächsten Jahren dann immer wieder aufhängen könne. Das gleiche Modell gibt es noch in einem Grün-Rot. Und da behaupte ich mal, sind wir schon wieder etwas festlicher unterwegs. Habe ich hier mal hinter uns am Fenster platziert, damit man auch das mal sehen kann, wie das im Einzelnen aussieht. Im Hintergrund natürlich auch der Weihnachtsbaum im Außenbereich. Aber schauen Sie sich das mal an. Ist das nicht schön gemacht? Ja, mit diesen kleinen roten Beeren dazwischen, mit diesen Sternen noch. Also da, glaube ich, sind wir schon eher in einem etwas weihnachtlichen Motivbereich. Aber das kann jeder so handhaben, wie er das für richtig hält. Auch hier reden wir von 30 cm im Durchmesser, Naturmaterialien und 8,5 bis 9 cm. Ja, also da legen wir uns, glaube ich, auf einen halben Zentimeter nicht fest. In der Höhe, also auch rein von der Tiefe her, vom Draufschauen her,
Ein sehr, sehr schönes Modell. Und ich glaube auch hier preislich, ja, kann man nichts gegen sagen. 22,79 Euro mit der Bestellnummer ZX6084 und der 569. Jetzt haben wir noch zwei Weihnachtskränze, die ein bisschen größer sind. Mhm. Ja, was ist dieser da? Darf ich dich mal mitnehmen? Oh, der ist ja wunderbar. Der fasst sich aber auch schon so toll an, oder? Mensch. Ja, finde ich auch. Also richtig schön. Ich habe den eben auch ausgepackt und dachte mir, Mensch, das ist also mal richtig stattlich. Der ist natürlich jetzt dann auch noch mal ein bisschen größer. Ich gebe ihn mal weiter. Wow. So. In diesem Grün-Rot, so wird es genannt, weil man natürlich hier diese rötlichen Deko-Objekte hat, diese kleinen Bärchen und diese Pflanzenblätter, die wir hier mit drin haben. Ansonsten so ein bisschen sieht das aus, als wenn hier ein bisschen raureif, als wenn hier so ein bisschen Frost platziert worden wäre. Das passt natürlich genauso in den November, Dezember hinein, was wir hier haben. Und natürlich diese wunderschönen, auch naturbelassenen Tannenzapfen, die wir Ihnen hier zeigen dürfen. 44 cm, also gut knapp 15 cm größer als das erste Modell, was wir hier gesehen haben. Und ich werde es Ihnen auch gleich mal hinten an der Tür platziert zeigen. Das nächste Modell, was wir Ihnen vorführen, habe ich natürlich gleich auch nochmal an der Tür platziert. Finde ich ebenfalls sehr schön. Und ich finde gerade auch als Tischdeko, Diana, du hast es angesprochen, war sehr schön. Vielleicht mal auf dem Sideboard, vielleicht in die Mitte eine schöne LED-Kerze, ein schönes Windlicht vielleicht noch dazu. Oder auch mal ganz einfach so als Deko-Objekt neben ein, zwei weihnachtlichen Motiven, zum Beispiel unsere Kerzenbilder. Sie werden sie kennen. Ihr habt dann hier auch mal daneben so schön platziert. Sieht richtig klasse aus. Und natürlich auch hier bitte Batteriebetrieb. Übrigens doppelt so viele LEDs. Ja, so ungefähr halb noch mal die Hälfte an Größe dazugekommen. 30 LEDs haben wir hier. Und Sie können das also ohne weiteres auch nach mehreren Stunden hier anfassen. Da wird nichts warm. Das versaut die Tapete nicht und gar nichts. Auch der Tischläufer bleibt da entsprechend sauber. Einfach schön gemacht, finde ich, gerade mit diesem Rot. Ja. Das hat schon wieder was Festliches. Ne? Ja, so richtig liebevoll und detailgetreu. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das ist doch das, was Weihnachten ausmacht, wenn dann alles schön geschmückt wird. Und dann gerade mit so einem richtig stattlichen Kranz nochmal. Das ist so, da kommt Weihnachtsstimmung auf. Ne? Du hast es gesagt, bei dir im Flur, im Hausflur, werden schon Sachen aufgehängt bei uns. Ich habe es auch schon in der Nachbarschaft gesehen, haben auch schon Leute jetzt ihre Kränze rausgehängt teilweise. Ja. Und das ist das, was Weihnachten ausmacht, dass man eben schon jetzt in der Adventszeit in der Stimmung dafür ist. Das ist auch bei dir an der Haustür schön. Ich sag mal, gut, ich wohne jetzt in einem Haus mit insgesamt 7 Parteien. Ja. Und wenn du da so hochgehst, siehst du ja schon an den Türen diese Dekoration. Aber auch wenn sie dann abends nach Hause kommen und sehen dann so ein wunderschönes, stattliches Gesteck, sagt man ja auch gerne mal dazu, so einen winterlichen Kranz, einen weihnachtlichen Kranz, je nachdem, wie man es sehen möchte, dann ist natürlich dann auch gleich schon eine gewisse Stimmung vorhanden. Und natürlich werden Sie das Ganze dann flankieren mit weiterer wunderschöner Weihnachtsdekoration, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Ich finde, auch hier sind wir preislich sehr, sehr günstig unterwegs. Ich erinnere mich an Zeiten, da hast du also gut und gerne mal fast das Doppelte dafür bezahlt. Ja, also ich finde hier die 43, 44 Euro nicht zu viel. 41,79 Euro kostet der mit der Bestellnummer ZX6081 und der 569. Wir haben noch einen in der Größe, der ein bisschen dezenter ist, aber auch voll hier super mit diesen Naturmaterialien. Moment, tauschen wir mal eben aus. Hier sind auch diese weißen Beeren jetzt dran. Ja, finde ich auch sehr schön gemacht. Das hat natürlich jetzt mit diesem braun, grau so ein bisschen eher so eine, wie soll man sagen, so eine etwas unterkühlte dezent. Optik. Aber die passt natürlich jetzt perfekt, also auch in die Weihnachtszeit rein. Hier sehen wir es mal am Fenster dekoriert. Ist natürlich am Fenster dekoriert immer so eine Sache. Erfreue ich die Nachbarn damit und drehe tatsächlich die Vorderseite raus Richtung Straße? Ja, oder hänge ich den so auf, dass ich also selber etwas davon habe? Aber das werden Sie so machen, wie Sie das für richtig halten. Kleiner Tipp, man könnte natürlich auch zwei Stück aneinander hängen. Auch das wäre ohne weiteres möglich, aber das führt uns jetzt in eine Diskussion, die ein bisschen von dem abgeht, was wir Ihnen eigentlich zeigen wollen. Ist das schön gemacht hier mit den Farben? So ein bisschen weißlich bestäubt, sieht so ein bisschen aus wie Puderzucker gemacht. Also einfach toll. Allein die Materialien hier schön. Ja, so in beige-braun hier mit diesen Tannenzapfen. Ich finde das so faszinierend, dass wir hier natürliche Materialien drin haben und das wirklich perfekt gesteckt ist. ZX6082 und die 569 ist die Bestellnummer für diesen hier. Der kostet 44,64 Euro. Wir bieten Ihnen natürlich auch noch Batterien an, mit denen Sie alle hier bestücken können. Das 20er-Pack hier für 7,59 Euro. Da kann man gar nichts falsch machen. Mit der Bestellnummer PX1569 und der 569. Ich finde das richtig schön, wie wir hier sitzen zwischen den Kränzen. Gehen Sie ans Telefon, dann kommen die rechtzeitig zur Adventszeit. Viel, viel Spaß.